Hallo Andreas, schön, dass du heute hier bist und dass ich dich interviewen kann. Und natürlich auch, dass du als Speaker beim Crypto Rockstar Cruise dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon sehr. Stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Ja, mein Name ist Andreas Peterson. Ich bin Geschäftsführer der Capacity Blockchain Solutions GmbH. Wir sind in Österreich. Wir machen sehr viele Krypto-Projekte. Und ja, im Krypto-Space bin ich jetzt schon eine sehr lange Zeit. Das geht zurück auf 2011, wo ich erstens mal von Bitcoin gehört habe. Und das hat irgendwie sehr gut in mein Schema gepasst und es hat mir sehr gut gefallen. Und wir haben dann mit einigen anderen Kollegen gemeinsam auch Bitcoin Austria damals gegründet, schon 2011, als eigentlich erstes Non-Profit der Welt. Ja, sehr cool. Also schon 10 Jahre. Ja, schon 10 Jahre her. Und damit hat sich natürlich nicht getan. Es hat dann noch einige weitere Schritte gegeben. Wir haben dann einige coole Dinge gemacht, auch als quasi Community. Aber vor allem habe ich mich dann im Kryptobereich auch Vollzeit hineinstürzen können und habe als Entwickler die Mycelium Wallet auch mitentwickelt, die sehr populär geworden ist. Da haben wir die erste HD-Wallet, also im Prinzip diese ganze Story mit diesen 12-Worte-Backup, die spezifiziert worden ist, haben wir zum ersten Mal auch für Mobilgeräte nutzbar gemacht und umgesetzt. Und das war sehr spannend und unsere User haben das sehr gut gefunden, dass sie nicht mehr ständig neue Backups anlegen müssen. Und ich sehe schon Begeisterung bei dir, wenn du anfängst, über das Thema zu reden. Was ist denn eure Mission oder deine Mission mit deiner Firma? Ja, also mit meiner Firma Capacity machen wir sehr viele Lösungen für andere Firmen, die Blockchain-Anwendungen umsetzen wollen und entwickeln auch eigene Produkte. Und bei den Lösungen, die wir entwickeln, waren sehr viele Tokens dabei, die wir tokenspezifisch angepasst haben, auch schon zu ICO-Zeiten, aber jetzt auch sehr viel mit Utility-Tokens oder Shop-Systemen oder Verkaufssystemen, wo es auch um Daten und so weiter geht. Aber vor allem auch das Thema NFTs. Non-Fungible Tokens ist im Moment sehr heiß und da haben wir schon sehr viele nützliche Dinge gemacht. Und unser bekanntestes Projekt war wahrscheinlich das Kryptostem-Projekt, das wir mit der Österreichischen Post umgesetzt haben. Das haben wir zum ersten Mal 2019 gemacht und dann das nächste Mal 2020, also quasi Kryptostem 1, Kryptostem 2. Und wenn dieses Video quasi, wenn die Konferenz schon anläuft, dann wissen schon sehr viele Leute alles über Kryptostem 3. Da sind wir gerade am fleißigen Umsetzen und sind gerade dabei, einiges auf die Schiene zu bringen. Ja. Erzähl mal kurz, worum es da bei dem Projekt ging oder geht. Genau, also das Thema NFTs, Non-Fungible Tokens, unterscheidet sich jetzt von klassischen Tokens, die sonst auf Ethereum oder anderen Systemen bekannt sind, dadurch, dass sie einzigartig sind. Das heißt, wenn ich von einem Token kann ich ein Stück besitzen und das hat dann auch eine Seriennummer und da gibt es eine fixe Menge davon und die sind unteilbar. Ja, das heißt, ich kann ein NFT nicht unbedingt aufteilen, wie ich es zum Beispiel mit einem ERC-20-Token machen kann. Und dadurch kann ich bestimmte Dinge besser abbilden. Zum Beispiel kann ich Eigentumsrechte an einem Kunstgegenstand, wie zum Beispiel einer Briefmarke, abbilden und kann auch physische und virtuelle Gegenstände miteinander verknüpfen. Und diese Verknüpfung und auch wie man diese Verknüpfung möglicherweise auftrennen kann oder auch nicht auftrennen kann, darum geht es bei dem Thema Kryptostamp und Non-Fungible Tokens. Ja, und das funktioniert in der Praxis so. Ich kaufe mir eine Briefmarke, da steht dann ein bestimmter Code drauf. Diesen Code kann ich dann in meine Wallet reinladen oder ich kann mir damit auch eine neue Wallet anlegen und kann dann Sammlungen anlegen, kann Briefmarken sammeln, kann die zusammenfügen, kann sie auch verwenden als Briefmarken. Also ich kann sie auch physisch einfach auf Briefe oder auf kleine Pakete draufkleben und in Europa versenden. Und kann dann diese dann auch später handeln, weil Briefmarken haben ja auch einen Sammlerwert, möglicherweise. Und möglicherweise ist es auch interessant, wer hat denn diese Briefmarke vor mir besessen? Vielleicht war das ja irgendjemand berühmter und von dem macht es natürlich Spaß, dann solche Dinge zu sammeln, so wie bei jedem Sammelspiel auch. Ja, und da haben wir ganz gut den Zahn der Zeit auch getroffen mit diesem Thema. Weil damit haben wir ein bisschen so diese Panini-Sticker-Wut wieder ausgelöst. Wir haben so Schnitzeljagden veranstaltet. Wir haben die Jagd nach dem goldenen Einhorn veranstaltet, wo es dann auch tatsächlich einen Guinness-Weltrekord gegeben hat dazu mit der teuersten Briefmarke der Welt, die aus echtem Gold war. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, weil einfach auch die Community sehr gut angesprochen wurde damit.
Und man hat gesehen, dass das Thema NFTs bei weitem noch nicht am Ende ist. Ja? Also das erweitert sich jetzt ständig. Ich sehe Kunstplattformen aufpoppen. Ich sehe Leute physische, andere Arten von Gegenständen damit verknüpfen, aber vor allem auch virtuelle Besitztümer, wie zum Beispiel ein Eigentumsrecht an einer Eintrittskarte zum Beispiel. Ja? Und das sind alles Anwendungen. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wie man das weitertreiben kann natürlich. Ja. Und ja, das Thema, das speziell auch bei uns aufpoppt, ist, wie kann ich das mit digitalen Gütern verbinden? Und da ist quasi unsere eigene Produktentwicklung dann für mich im Vordergrund, weil wir haben uns mit dem Thema dezentrale Datenspeicher sehr, sehr viele Jahre auseinandergesetzt. Mein erstes eigenes Startup war ja damals Mindbox im Jahr 2016, wo wir unser Zircon-Netzwerk auch drangehängt haben, um Daten verteilt abspeichern zu können. Und das Ganze haben wir weiterentwickelt als Idee, aber weg von einem eigenen dezidierten Blockchain-Netzwerk, sondern auf ein Smart-Contract-System, das auf beliebigen Blockchain-Netzwerken, insbesondere auch auf EVM-Chains, also Ethereum-kompatiblen Blockchains, laufen kann und Leuten ermöglicht, ihren eigenen Festplattenplatz zu vermieten, ja, und dafür Einnahmen zu lukrieren, natürlich hauptsächlich für Menschen, die sehr viel Festplattenplatz haben, wie zum Beispiel Datencenter-Betreiber. Und auf der anderen Seite Privatpersonen oder auch irgendwelchen Firmen mit dem Bedarf an besonders sicherer Speicherung ermöglicht, von vielen dieser Quellen Speicherplatz anzumieten und dadurch für eine besonders gute Verteilung der Daten zu sorgen. Und das trifft auch den Zahn der Zeit mit zum Beispiel IPFS-Pinning kann man damit betreiben. Damit kann man echte Persistenz von digitalen Daten gewährleisten. Und man kann auch beispielsweise NFTs so verändern, dass nur verschlüsselte Versionen der Daten verteilt gespeichert sind. Und nur der gültige Besitzer eines NFTs kann dann tatsächlich die echten digitalen Daten auch tatsächlich lesen. Und da sind wir gerade in der Produktentwicklung und dieses System läuft jetzt schon seit circa 18 Monaten als Alpha-Version und wir versuchen das Ganze auch in Richtung wirklich praktikables Produkt zu bringen. Sehr spannend und ganz, ganz viele Projekte und das passt gut zu meiner nächsten Frage. Ich habe ja ein eigenes Projekt, das heißt Liebe, was du tust und deswegen frage ich immer, warum liebst du, was du tust? Es war jetzt schon zu erahnen. Ja, natürlich. Also das Thema ist wahnsinnig spannend. Es trifft den Zahn der Zeit und ich glaube, dass gerade viel in der Blockchain-Technologie wirklich Individuen ermächtigt, Kontrolle über ihr Leben und über ihre Daten wiederzuerlangen. Ich glaube, das ist im Moment ein extrem unterschätztes Thema. Viele Leute geben ihre Daten Cloud-Anbietern, ohne viel darüber nachzudenken. Wir nutzen täglich Cloud-Services. Aber wirklich, wo landen meine Daten, wer kann darauf zugreifen, das ist ein Thema, das geht oft unter. Und das Problem ist, diese Werkzeuge, um da wirklich auch wirklich die Macht wieder zu bekommen als End-User, diese Werkzeuge sind einfach sehr schwer zugänglich. Das heißt, ich kann eigentlich nicht sicher sein, wo landen meine Gesundheitsdaten beispielsweise, wo landen meine Transaktionsdaten, meine Präferenzen und wer benutzt die jetzt eigentlich? Das haben wir, es gibt zwar Gesetze dagegen, aber die praktischen Werkzeuge, das wirklich zu handhaben, das fehlt. Und ich glaube, das ist für mich auch ein großer Motivator, dass ich sehe, durch Blockchain-Technologien kann in dieser Richtung sehr viel getan werden. Ich glaube, da ist sehr viel Potenzial und das müssen wir nutzen. Wir haben die Technologie, jetzt müssen wir es umsetzen und tatsächlich nutzbare Produkte und Tools einfach bauen damit. Und da bin ich quasi an vorderster Front und versuche einfach Leuten auch solche Tools in die Hand zu geben. Ja, sehr cool. Und das geht auch schon gut in die Richtung. Für meine letzte Frage, hast du einen Tipp, den du den Zuschauerinnen oder Zuschauern hier geben möchtest? Ich finde das immer sehr, sehr schön, wenn man sich so ein Video anguckt und dann auch was Praktisches mitnimmt. Und deswegen die Frage, welchen Tipp möchtest du noch geben? Ja, ich glaube, es ist kein Fehler, die Blockchain-Technologie sehr genau zu beobachten. Ich glaube, Menschen, die in irgendeiner Form mit Daten zu tun haben, sollen sich überlegen, wie kann ich meine Daten auch quasi ins 21. Jahrhundert richtig bringen oder die Daten meiner Kunden richtig verwalten? Wie kann ich quasi die Macht auch darüber wiedererlangen? Aber vor allem auch, na gut, die Leute wollen natürlich immer was wissen. Wo muss ich investieren? Ja, das Beste zu investieren ist immer in sich selbst. Also Wissen ansammeln und die Trends verfolgen. Ich glaube, Menschen, die jetzt in der Blockchain-Ecke unterwegs sind, waren ihrer Zeit in der Vergangenheit mehrere Jahre voraus. Nicht zu schnell aufgeben. Ein paar Jahre Geduld braucht man schon, bis die eigene Wahrnehmung, was cool ist, auch tatsächlich im Mainstream ankommt. Ja? Wir haben vor 10 Jahren begonnen zu sagen, Bitcoin, das wird die Weltherrschaft erobern. Bisher waren wir die Clowns, denen keiner geglaubt hat, aber mittlerweile sind es immer mehr Clowns und wenn es so weitergeht, ist es vielleicht eine self-fulfilling prophecy, also eine selbsterfüllende Prophezeiung.
Das macht natürlich Spaß zu sehen. Auf dieser Ecke haben wir quasi, ich würde es mal in meine Ecke als, wir haben schon gewonnen, ablegen. Jetzt, die anderen können sich jetzt um das Thema kümmern. Jetzt ist die Frage, was machen wir wirklich mit der Technologie? Und da sind wir in der Situation, wir müssen unserer Nase folgen und diese Spur weiterverfolgen, dann wird es da auch zu einer erheblichen Besserung kommen. Und dann wird Blockchain-Technologie auch wirklich im Mainstream ankommen. Das ist ja auch eine tolle Überleitung dazu, wenn du sagst, investiert in euch selbst und in euer Wissen. Das ist natürlich super, das auch beim Crypto Rockstar Cruise dann zu machen. Natürlich. Ich freue mich total darauf, dich dann da auch persönlich kennenzulernen und sicherlich auch für alle, die jetzt hier zugucken und sich da mit dir mal unterhalten wollen, das wird da ja bestimmt auch möglich sein. Und ja, ich freue mich schon. Und vor allem freue ich mich schon, wenn solche Veranstaltungen überhaupt wieder stattfinden. Ich war letztes Jahr ganz kurz in Frankfurt. Das war meine einzige wirkliche Veranstaltung quasi post-Covid seitdem. Mal schauen. Ich hoffe, alles ist auf grün und wir können dort gut loslegen. Ich freue mich jedenfalls schon. Ja, ich freue mich auch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dir auch, ja. Servus. Tschüss.